Am Tag nach dem 2:1-Sieg des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg sind wir mit Trainer Tobias Schweinsteiger zu Gast. Wir sind zu Gast auf der Illushöhe. Herr Schweinsteiger, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Als wir am Freitag nach dem Abschlusstraining hier gesprochen haben, da ging es darum, dass man so gesagt hat, es geht eigentlich im Fußball auch darum, dass man sich gegenseitig so den Spaß am Fußballspielen verdirbt. Sie können sich heute freuen über das Ergebnis 2:1, aber eine Spaßveranstaltung war das in Duisburg nicht am Samstag. Ich glaube, für beide Mannschaften war es schwierig, weil der Gegner gut gespielt hat. Duisburg hat uns vor viele Aufgaben gestellt. Wir haben Duisburg vor viele Aufgaben gestellt und das, glaube ich, war ein gutes Fußballspiel, ein intensives Fußballspiel. Und man hat gesehen, dass es in der dritten Liga um viele Kleinigkeiten geht und die haben im Endeffekt den Ausschlag dann für uns gegeben. Die Duisburger haben gleich mit relativ viel Schwung auch angefangen. Sie sind gar nicht so richtig gut ins Spiel gekommen, hatten wir den Eindruck. Lag das auch daran, dass sie gerade erst am Dienstag in Dortmund ein intensives Spiel gerade in den Beinen hatten und dann jetzt gleich wieder gegen Duisburg gleich wieder unter Druck waren oder unter Stress gesetzt wurden? Ja, ich glaube, das hängt schon ein bisschen zusammen. Das Warm-up hat mir auch nicht so gefallen. Das bin ich auch ein bisschen anders gewohnt von meinen Jungs. Und dementsprechend sind wir dann auch ins Spiel gegangen. Max mit dem schlampigen Rückpass. Dann haben wir uns nicht so in den Matchplan gehalten, wo wir aus dem Druck rausspielen wollten. Haben dann aber nach 5-6 Minuten gemerkt, hey, es gibt ja diese Möglichkeiten, aus dem Druck rauszuspielen und Duisburg den Druck zu nehmen und dann selber ein bisschen Luft zu kriegen und dann offensiv was zu kreieren. Und von da weg haben wir es eigentlich gut gespielt, erste Halbzeit, das muss man echt sagen. Trotzdem hat man mit dem Positionsspiel von Duisburg Probleme, weil sie auch das wirklich gut machen, gute Einzelspieler drin hatten. Aber ich glaube, dann ab 20 Meter vom Tor haben wir dann sehr, sehr gut verteidigt. Und das haben wir dazugelernt und da sind wir deutlich weiter als im Herbst noch, dass wir dann in tieferen Ebenen klarer verteidigen, klare Prinzipien haben, welche Positionen wir auch besetzen wollen und wie wir da verteidigen. Und das schaut ganz gut aus. Deswegen wirkt es vielleicht für den Außenstehenden so, dass ab und zu ein bisschen mehr Druck auf unsere letzte Reihe kommt, aber wir fühlen uns da jetzt deutlich sicherer. Der Torwart Philipp Kühn hat ja auch in der ersten Halbzeit gar nicht so viel zu tun in unserem Eindruck. Das gehört auch dazu, zur genau. Fairness. Dann kommt die Führung durch Florian Kleinhansel, Einwurf, Seitenverlagerung. War das auch so ein bisschen einstudiert, dass man so schnell zwei schnelle Kontakte hat und dann auf der Seite wechselt und Flo Kleinhansel da den Ball abnimmt? Oder? Nee, so, also dass ich jetzt einstudieren zu meinen Jungs, nein. dass ich jetzt zu meinen Jungs sage, wir müssen von da nach da passen und von da nach da und dann passen wir dahin und dann kommt einer zum Schuss, das funktioniert im Fußball meiner Meinung nach nicht. Dass es zwei Pässe sind, das hätten auch vier oder fünf Pässe sein können, dass der Flo da in den Raum aus der Restverteidigung oder aus seiner Position des Entwicklungsspielers vom Gegner zustellen, dann in die Offensivaktion geht, das ist klar, was wir trainieren, das ist ein klares Prinzip von uns, das ist auch klar im Matchplan definiert dann immer. Und für mich gilt es da zu zeigen, okay, wo sind Räume, wo können wir Spieler reinpositionieren, wenn wir aus dem Druck rauskommen, wie die Spieler dann dahin kommen, das ist kein Zufall. Das ist wirklich dann auch harte Trainingsarbeit und das ist dann einfach nur so, es gibt nicht diesen einen Moment, wo es, den kann ich nicht voraussagen, da könnt ihr es dann rausspielen, aber die Jungs sind durchs Training daran gewöhnt, immer zu schauen, dass sie im Zweifel Richtung Tor können und wenn sie da nicht hin können, können sie aus dem Druck rausspielen in Räume, die wir vorher definiert haben, die meistens dann gegen die verschiedenen Gegner unterschiedlich sind, aber auch teilweise ähnlich sind und deswegen war das bei weitem kein Zufall, dass Flo da frei steht und wie er sich dann für den Schuss entscheidet, war auch klar, er hat es im Interview auch gesagt, er hat die Möglichkeit mit Chance dann kurz zu spielen, dass Chance im 16 im 1 gegen 1 ist, was immer ein Vorteil eigentlich für uns ist, wenn Chance im 16 1 gegen 1 ist. Oder wenn der Verteidiger Chance zumacht, ist der Schuss frei. Und dann war der Schuss frei und dann trifft er ihn gut. Ja. Aber das ist auch Arbeit, weil Flo trainiert viele Abschlüsse und freut mich, dass er jetzt wieder getroffen hat. Also ähnliche Situation wie gegen Mannheim. Deswegen ist das kein Zufall. Letzte Saison hat er auch schon so ein Tor gemacht bei Türkgücü München. Also es ist ein Muster, der kann es anscheinend so. Aber er trifft alle 10 Spieltage. Insofern, ein Tor haben wir noch vor uns diese Saison vielleicht. Vielleicht auch noch mehr, hat er gesagt. Das war auf jeden Fall eine Phase, wo Sie in Duisburg auch einfach gut im Spiel waren. Dann kam das Kopfballtor von Erik Engelhardt aus dem Abseits. Dann kam kurz dann auch das Tor von Robert Tesche, muss man einfach sagen. Da waren Sie wirklich gut im Spiel. Und vor der Pause hatte man dann das Gefühl, war Duisburg auch so verunsichert, da hätte man vielleicht auch noch sogar den Druck, oder der Druck war da, da hätte man vielleicht sogar noch das Dritte machen können. Ja, wir hatten ja vorher schon die Chance von Chance, wo Erik den Pass unsauber spielt, in 16er nach innen, da war sehr, sehr viel Platz, denn das muss ich erwarten dann auch von Erik, dass er den Ball da hinkriegt, das weiß er selber auch. Wir haben dann die Umschaltchance über Noel und Erik, das müssen wir auch besser ausspielen, bisschen dass wir zum Torabschluss kriegen.
Und das wissen die Jungs und ja, da arbeiten wir dran. Wir wissen auch, dass mit 2 Toren Vorsprung in keiner Liga oder gegen keinen Gegner ein sicheres Spiel ist bis zum Schluss. Man wünscht sich immer das Dritte und das verpasst man im Moment gerade ein bisschen und deswegen wird es auch noch ein bisschen spannender. Genau, weil nach der Pause relativ schnell das 1-2 fällt. Wer hat da den entscheidenden Fehler gemacht? Steht Philipp Kühn einen Tick zu weit davor? Wird der Stoppelkamp nicht richtig energisch genug angegriffen, als er da abzieht? Weil nötig war das Gegentor jetzt nicht, kann man sagen. Nee, nötig war es nicht, aber da einen hinzustellen und sagen, das war der entscheidende Fehler. Ich glaube, Omar ist knapp am Zweikampf, Köhli ist knapp am Zweikampf, Lukas Kunze kriegt den Fuß nicht hin, Robby könnte schneller schließen, Pipo könnte weiter hinten stehen. Also das sind so viele Kleinigkeiten und im Endeffekt muss man auch sagen, das war ein Megator von Moritz Stoppelkamp. Das muss man einfach dann auch akzeptieren, dass er in der Situation aus sehr, sehr wenig extrem viel macht. Trotzdem hätte was besser hinkriegen können, aber das ist halt auch der Fußball. Damit musst du immer rechnen und du musst in aller Konsequenz verteidigen. Und das haben wir vielleicht in dem Fall nicht gemacht. Ja. Und trotzdem weiß ich, dass die Jungs trotzdem da alles probiert haben. Das passiert. Leider kriegen wir jetzt wieder ein Tor. Wir kriegen gegen Dortmund schon anders 25 Metern. Gegen Ferl diese Flanke, gegen Köln abgefälschten seitlichen Freistoß oder eine abgefälschte Ecke, die über alle drüber geht. Ja, aber trotzdem verteidigen wir gut und das ist für mich das Wichtige, dass uns das Tor nicht aus der Bahn geworfen hat und dass wir uns danach wieder gefangen haben, wieder das Spiel eigentlich gut im Griff hatten, wieder Umschaltchancen hatten aufs Dritte und darauf schaue ich und dass wir das Tor besser hätten verteidigen können, ja, und trotzdem muss man auch akzeptieren, dass das der Gegner richtig gut gemacht hat. Man hört raus, Sie wünschen sich durchaus auch mal wieder ein 2-0, da gab es noch nicht so viele diese Saison. Ja, ich wünsche mir immer ein 2-0 und ich wünsche mir immer viele Tore. Nur das weiß ich auch, dass es im Fußball nicht so leicht ist. Deswegen und vor allem viele Tore zu schießen und 2-0 zu spielen, dafür musst du extrem gut sein. Und ja, das ist immer ein Wunsch oder ein Ziel, irgendwann das zu erreichen. Aber um das zu erreichen, müssen wir hart arbeiten. Da müssen wir auch durch so Phasen durch, wo du halt mal Gegentor kassierst. Und trotzdem bin ich hochzufrieden, dass wir Spiele gewinnen. Das ist für mich das A und O. Im Endeffekt ist Fußball ein Ergebnissport. Ich gewinne lieber Spiele, anstatt vielleicht, dass die Null steht und ich arbeite mir keine Torchancen. Das ist ein Prozess und da sind wir mittendrin und fühlen uns aber auch ganz wohl. Das Ergebnis hat gepasst, Sie haben es eben schon gesagt, Sie hatten aber danach auch nach dem Gegentor das Spiel wieder weiter im Griff. Auch da wieder der Punkt, wo man sagen kann, eigentlich kann man vielleicht noch das Dritte machen. Es ist dann unvermeidbar, dass Duisburg irgendwann drückt und auch in die Offensive kommt, am Ende die Schlussoffensive nochmal ankurbelt, außer man macht halt das Dritte vorher, das haben Sie auch gerade schon gesagt. Ja, muss ja auch sagen, Duisburg hat ja ein bisschen Hail Mary gespielt nach der Halbzeit, die haben einfach 3 vorne geparkt, haben zu 7 versucht zu verteidigen, haben dann die Bälle vorne auf die 3 gespielt. Ja, und dann musst du schon auch immer in der Restverteidigung gut stehen. Das haben wir dann wirklich gut gemacht, auch über die ganze Spielzeit. Wir haben wenig Torchancen zugelassen, erst zum Schluss mal so ein bisschen. Ja, und dann brauchst du auch mal ein bisschen Spielglück, ein bisschen ein Torwart. Und trotzdem haben wir es sehr, sehr gut verteidigt. Ich bemängel eher, dass wir das nicht ausgenutzt haben, dass sie 3 vorne geparkt haben und gegen ihre 7, die noch verteidigt haben, das Dritte gemacht haben. Und trotzdem, ich weiß auch, wie schwer das ist, wie eklig das ist, wenn der Gegner einfach 3 vorne lässt. Das ist immer ein unangenehmes Gefühl, vor allem für die Mittelfeldspieler. Wenn du weißt, okay, wenn du den Ball verlierst, musst du weit zurücksprinten. Da waren wir richtig gut aufgestellt und haben wenig zugelassen, vor allem in diesen Umschaltchancen für Duisburg. Und es war gestern auch schon ein Thema. Philipp Kühn hat dann am Ende nochmal eine Doppelchance pariert, dann in der Nachspielzeit auch nochmal 2 Geschichten rausgelenkt, war dann am Ende vielleicht der Mann, der den Sieg festgehalten hat. Das ist ja auch eine Position, wo man sagt... Das ist der Einzige, der das machen darf bei uns. Genau. Festhalten. Und dann braucht man auch so einen Torwart in solchen Situationen. Da haben Sie auch schon gesagt, dass erwarten Sie auch solche Bälle, dass er sie mal hält und dann eben auch zum Matchwinner werden kann. Ja, Mann, das ist sein Aufgabenbereich. Ich erwarte von Eule, dass er jeden Ball rausköpft. Ich erwarte von Max, dass er jeden Zweikampf gewinnt. Ich erwarte von Flo, dass die Offensiv oder Omar, dass die Offensiv von Außenverteidigern gute Flanken schlagen, gut verteidigen. Und so erwarte ich von meinem Torwart, dass er Ausstrahlung hat, dass er Bälle auf der Linie hält, dass er bei Flanken aktiv ist. Und das hat Pipo gestern gemacht. Nach den 2 intensiven Spielen gibt es jetzt ein bisschen Freizeit zum Erholen, weil Sie haben auch gesagt, die Vorbereitung aufs MSV-Spiel war auch Stress für Sie, auch wegen der kurzen Zeit nur. Sie kamen aus Dortmund zurück, dann eigentlich nur 2 Regenerationstage und dann ging es gleich schon wieder in der Vorbereitung. Es war wenig Zeit, sich auf Duisburg vorzubereiten. Jetzt ist eine kleine Lücke, um mal ein bisschen Luft zu holen. Es ging, ist eher der Stress, also nicht abschalten zu können. Ich glaube,
dass wir körperlich fit sind, haben wir gestern auch wieder bewiesen. Wir haben einige Spieler, die wieder Bestwerte aufgestellt haben. Das ist wirklich richtig stark, wenn man dann die Entwicklung sieht seit dem Sommer, seitdem ich da bin. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer der Kopf. Und im Nachhinein hätte ich auch wahrscheinlich vielleicht sogar vor Duisburg den Donnerstag freigeben sollen. Einfach nur, dass die Jungs vom Kopf her frischer sind. Das ist einfach das A und O, weil wir trainieren, wenn wir intensiv trainieren, und da gibt es schon ein, zwei Tage, dann trainieren wir richtig hart. Deswegen ist es auch immer wichtig, dann diese in der Periodisierung runterzufahren. Aber auch wichtig wird der Kopf sein. Das wird über die letzten 18 Spiele plus die beiden Pokalspiele das Wichtigste sein, weil von den Beinen kriegen wir das hin, von der Lunge auch, aber vom Kopf her müssen wir es hinkriegen. Deswegen tun jetzt mal so zwei freie Tage der Mannschaft auch ganz gut, aber auch dem Trainerteam ganz gut, um da wieder den Fokus dann auf Aue zu legen. Aber kraftmäßig ist es auch nicht verkehrt. Sie haben die Jungs gestern auch relativ lange draufgelassen. Das ist auch so eine Mannschaft, hat man jetzt gemerkt, seit der Winterpause, die sie dreimal die gleiche Startelf in Folge auf den Platz schicken konnten, wo man merkt, ja, das ist die Truppe, die gut performt, sagt man heutzutage, und die auch dann die Leistung bringt und das passt. Jetzt müssen Sie gegen Aue umbauen, zwangsläufig, weil Sven Köhler die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Ja, ich habe gute Einwechselspieler. Ich habe super Jungs auf der Bank. Ich weiß, ich bin kein Trainer, der früh wechselt, normalerweise, außer es läuft was gehörig schief. Das weiß ich, aber ich weiß auch, dass meine Jungs von der Bank, auf die kann ich mich verlassen. Egal, wenn ich da aufzähle, lässt die letzten Spiele, jeder Einwechselspieler hatte seine Wirkung im Spiel. Und gegen Aue, wenn wir einen guten Mann auf die Sechs stellen, da haben wir genügend gutes Personal im Mittelfeld. Und dann lassen wir uns überraschen, wie wir da aufgestellt sind. So, jetzt habe ich es Ihnen lange erspart. Jetzt müssen wir aber doch den Blick auf die Tabelle wenden. Auch darüber haben wir Freitag schon gesprochen. Sie haben gesagt, die Hinrunde ist gerade vorbei. Jetzt war es das erste Rückrundenspiel in Duisburg. Trotzdem guckt man natürlich, 5 Siege in Folge gab es zuletzt in der Aufstiegssaison 2018-19. Jetzt, da war man natürlich von einem höheren Niveau gestartet, das waren dann 7 Siege in Folge folgten. Da ging es dann richtig ab nach oben, aber jetzt muss man ja auch gucken, und viele Leute gucken schon, jetzt sind es nur noch 5 Punkte auf Platz 3. Sie sind wieder ein bisschen näher herangerobbt nach oben und haben sich von unten abgesetzt. Dem Trainer gefällt der Blick auf die Tabelle erst am letzten Spieltag, aber nicht vorher. Aber ja, was ist Ihr Thema oder Ihr Statement zum Thema Aufstiegs? Kampf oder ranrobben nach oben. Ich glaube, Elversberg macht das. Und dahinter Wiesbaden. Und dann ist viel offen. Auch für Sie. Was soll ich jetzt auf die Tabelle schauen? Wenn wir ein Spiel verlieren und die Oberen gewinnen, dann sind es wieder 8 und jeder sagt, ja, das war's. Also das ist ja völlig unnötig. Das ist eine Momentaufnahme, aber Realität ist, wir sind 8er, ja, haben 5 Punkte nach oben, 12 nach unten, müssen ausschlagen. Das ist einfach die Realität. Das ist was anderes interessiert. Mich gar nicht. Das ist auch wie gesagt, da bin ich zu lange dabei. Es sind nur 18 Spiele, da jetzt rumzurechnen. Die Zeit haben vielleicht andere, irgendeinen Tabellenrechner anzuschmeißen. Ich weiß die Tabelle, ich weiß den Tabellenstand, ich weiß, wie viele Spiele wir noch haben, ich weiß, wer der nächste Gegner ist. Und das bewerte ich. Alles andere spielt für mich gar keine Rolle. Sie konzentrieren sich aufs Tagesgeschäft und auf die Praxis. Wir gucken noch schnell voraus, weil das Transferfenster sich schließt. Sie haben aber noch mal agiert, zugeschlagen. Niklas Wiemann kommt vom SV Rödinghausen, ist ein Innenverteidiger, Linksfuß. Vielleicht können Sie auch gerade was zu ihm sagen. Ja, Niklas ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt in Rödinghausen, Kapitän gewesen. Innenverteidiger, der auf der Sechs spielen kann, Linksfuß, groß, kopfballstark, super Mentalität, ganz feiner Junge, der ein bisschen Pech hatte, auf Übergang Jugend in Herrenbereich, dann nach Bremen ist, dann eigentlich für die Profis mit eingeplant war als junger Spieler. Ja, dann sich verletzt hat, dann kam Corona, dann waren wenig Spiele im Norden. Und der hat jetzt in Rödinghausen eine Wahnsinnsrolle spielt. Ich glaube, wenn er nicht spielt, haben sie eine deutlich geringere Punkteschnitt, als wenn er spielt. Und das ist für uns ein Transfer, wo ich sage, da bringen wir wieder Breite in die Defensive. Wir müssen auch dazu sagen, dass Eid Karademir sich jetzt aufs Abi konzentriert. Der hat sein Abi ja. Der muss sich darauf konzentrieren, das wichtige Schulabschluss zu haben, und der viel in der U19 trainieren wird. Deswegen sind wir noch breiter im Training aufgestellt und haben eine sehr, sehr gute Alternative für die Innenverteidigung. Jetzt quäle ich Sie doch nochmal, weil Sie es auch angesprochen haben, den Punkteschnitt von Niklas Wiemann in Rödinghausen. Die Kollegen haben ja in der Woche auch schon mal bei uns geschaut, was ist denn mit der Schweinsteiger-Tabelle? Da stehen Sie auch relativ weit oben. Interessiert Sie sowas, wo Sie es gucken? Also ich meine, das ist immer persönlich mit Ihnen verbunden. Sie sind gekommen zum VfL und seitdem ist der VfL eigentlich nicht mehr Achter, sondern
ja, dann geht es ein bisschen zur Spitzengruppe. Ich lese das schon auch, nur da ist halt auch so, man sollte sich auch mal die Tabellen, die Punkteabstände anschauen. Und wenn man 3 Punkte weniger hätte in der Schweinsteiger-Tabelle, wenn man 8. oder 9. dann ist das auch nicht mehr so toll, wie es dann alle feiern. Also ja, ich freue mich, dass wir jetzt, ich glaube, 25 Punkte geholt haben, seitdem ich da bin. In 14 Spielen in Österreich habe ich 13 Spiele für 25 Punkte gebraucht, aber ein bisschen schneller. Aber trotzdem muss man auch sagen, da wo wir vor ein paar Spielen standen, da ist eigentlich unglaublich, dass wir jetzt die 31 Punkte haben. Das ist top, ja, aber das zeigt auch, dass wir ja, die richtigen Schrauben anziehen, dass wir die richtigen Weichen stellen und trotzdem sind wir weit davon entfernt, schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, also auf einem perfekten Niveau zu sein. Und das muss unser Anreiz sein. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das nur mit harter Arbeit geht, dass das nur zusammengeht. Und das werden wir versuchen, weiter so zu gehen. Und ja, ich habe es auch gesagt, wir werden nicht alle Spiele gewinnen. Davon gehe ich aus. Aber wenn wir hart trainieren, können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir wenig Spiele verlieren. Das ist eine Ansage für die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Wir sagen vielen Dank, Tobias Schweinsteiger, aber jetzt auch erstmal gute Erholung am freien Sonntag. Dankeschön.